Shalom und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Das zweite heute vielleicht schon, ich weiß es nicht. Wir widmen uns heute aber auf jeden Fall dem neuen Super Saiyan Rose Event. Und auch hier ist glaube ich der Fall, also auch hier ist der Fall wohl, dass wie beim letzten schon Vegito Blue Charaktere etc. wohl mehr Damage austeilen. Jedoch werde ich es nicht damit versuchen. Ich werde es auch nicht mit meinem Buarc Team versuchen ausnahmsweise. Da ich weiß, ihr wünscht euch auch mal wieder Teamvielfalt und das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Hoffentlich geht's gut, wer weiß, wir werden sehen. Ich weiß, er ist halt STR in der letzten Form, deshalb versuchen wir es mit einem Mono-AGL-Team, was folgendermaßen aufgebaut ist. Ihr seht, es ist hauptsächlich ein Super-Team und trotzdem nehme ich keinen Vegeta als Leader, das erkläre ich gleich. Aber bei mir nehme ich einmal Vegeta als Leader, weil er halt 120% an alle gibt und auch ganz gut tanken kann. Dann einmal Caulifla, weil sie eine gute Dodge-Chance hat und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass sie ein paar Mal ausweichen kann. Dann meinen Blue-Vegeta, der sehr gut Damage austeilen kann, weil er einen Dupe drin hat und an sich auch ein bisschen verteidigen kann, da er einen Defense-Boost von 80% kickt. Dann meinen Vegeto, der leider nicht so doller aussieht, aber kontern kann und das ist auch schon mal einiges wert. Mein Kaioken Goku, der SA3 ist und sonst absolut nichts drauf hat, außer Damage austeilen. Und meinen Gott Goku, der, muss ich sagen, auch recht gut Damage austeilen kann. Er hat auch einen Dupe drin, aber das sieht man ihn nicht an, ich weiß. Und jetzt die Frage, warum kein Super Saiyan 4 Vegeta? Ich versuche es mal mit einem 100% Vegeto anstelle, weil ich nehme an, dass wir diese Critical Counter ganz schön in den Arsch retten können. Auch Vegeta könnte ziemlich Damage austeilen, keine Frage. Aber ich setze hier tatsächlich auf Critical Counter. Und dementsprechend versuchen wir es einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es eine dumme Idee ist oder nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Also ich weiß auf jeden Fall, der Damage Output, naja, er könnte sich auszahlen. Weil das, was Vegeta mit einer Ulti macht, sind so circa 1 Million. Mit Crit vielleicht sogar 1,5. Und das, was Vegeta mit einer Ulti macht, sind 500.000. Plus Critical Counter wären nochmal 500.000. Also, je nachdem, es könnte sich auszahlen. Ich habe halt weniger Boost, muss man sagen. Ich habe halt, wie ihr sehen könnt, viel weniger Boost. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ob ich euch empfehle, weiß ich auch nicht. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Falls ihr 100% Vegeta habt, stellt sich die Frage eigentlich auch nicht. Da könnt ihr zwei Vegeta als Leader nehmen. Ich habe halt keinen. So. Ja, das Key sieht ganz gut aus. Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, jetzt keine 1, sonst kriegen wir nochmal schön auf die Fresse. Haben wir ernsthaft LR Rose in der... Das ist geil. Dass sie wirklich bei beiden Events ein LR die erste Stufe übernehmen lassen, das ist cool. Ich weiß nicht, warum mir gefällt das einfach, aber damit haben wir einen Tech-Gegner, womit ich nicht gerechnet habe. Das ist jetzt ein bisschen Shit, aber... Na gut, was soll man machen? Oh, das ist scheiße. Vegeta könnte ein bisschen was abkriegen, der Blue, aber mein Super Saiyan 4 sollte einstecken können. Obwohl, er kriegt weniger Defense. Wow! Okay, wenn wir nicht 220% Leader haben, sieht das echt ganz schön schlecht aus. Alter. Oh, Kacke, und die kontern wir nicht mal. Ob das was wird heute? Wir starten nicht so supi ins Event rein, muss ich sagen. Ach du Kacke. Wieso hat Vegeta so hart kassiert? Wieso machst du eine Dischle? Das ist absolut unnötig, aber danke. Das war echt zu viel, muss man sagen. Weshalb ich jetzt Barber einsetzen werde, jetzt schon. Sollte sie mir für später aufsparen, aber ich glaube, beim STR werde ich das nicht so dringend nötig haben. Geben wir dir die hier. Du kriegst den und er kriegt die. Ich hoffe mal stark, dass ich mich bei meiner Damage Reduction jetzt nicht heilen muss. Ich wollte schon sagen, Alter. Wäre ein bisschen lächerlich gewesen, wenn er jetzt um die 1000 Schaden gemacht hätte pro Schlag. Das ist nämlich ein 100% Vegeto. Aber zeig doch auch bitte, dass du 100% bist, hallo? Wir haben gerade darüber geredet, dass Critical Counter hier was ausmachen. Ey, bist du ein Sack? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Du elendes Sackgesicht. Er zeigt einfach nichts von seinem Potenzial. Nichts. Boah, was ein Wichser. Damit haben wir ziemlich Probleme, muss man sagen. Oh, Junge. Hab's mir einfacher vorgestellt. Okay, Moment, nein, so rum. Die Defense von Vegeta wird nämlich höher gehen als die von Gott Goku. Von Blue Goku, Verzeihung, Kaioken Goku, so rum. Zack, zack. Und zack. Okay. Na toll, er kontert schon wieder nicht. Nochmal 100.000 auf meinen Nacken, wundervoll. Ah, scheiße. Das Ding ist, der Einzige, der hier halt wirklich eine Chance hat, einen Crit zu landen, ist Vegeto. Und der Sack macht das nicht. Additional. Vegeta dürfte nicht so viel kassieren. Ja, okay. Oder doch.
Ich glaube aber, das wird die schwerste Phase. Oh, das war echt viel. Ich glaube aber, es wirklich wird unsere schwerste Phase sein. Ich glaube, danach wird es einfacher nur noch. So, kriegst AGL-Orbs und konnt das jetzt hoffentlich mit einem Critical Hit, weil. Weil darum, das, deswegen bist du hier. Und es darf keine Ulti am Anfang sein. Perfekt. Ey, komm schon! Oh, der hat einen verfickten Job. Einen. Komm, jetzt. Dankeschön. Das macht es uns schon viel einfacher. Und wenn er jetzt noch crittet, wären wir durch. Wirklich? Nein? Okay. Wir werden nochmal unnötig viel kassieren. Ach, komm schon. Ey, sie dodgt aber. Guck mal, sie macht einen besseren Job als fucking Super Saiyan 4 Vegeta. Sie hat einfach die Ulti gekontert. Caulifla, absoluter MVP bis jetzt. Weil sie hat auch mehr gerissen als Vegeto. So, jetzt haben wir den AGL-Gegner. Jedenfalls sind wir den Typen-Nachteil schon mal los. Gott sei Dank. Ich hab absolut keinen Bock mehr drauf gehabt. Jetzt kassieren wir nicht mehr 100.000 bei einer Ulti, hoffentlich. Jo, was war das? Miese FPS-Drops, ich entschuldige mich. Okay, jetzt habe ich gar nicht geschätzt, was wir für Gegner haben. Wir hatten halt den ersten Tag in AGL. Dann werden wir wahrscheinlich zwei STR-Gegner danach haben, wo wir ein bisschen mit Vorteil punkten können. Warte, wir machen... Oh, shit. Nicht wir machen, wir kriegen immer noch über 100.000 mit einer Ulti. Das ist viel zu viel, Bro. Das ist viel zu viel. Mein Team ist absolut nicht vorbereitet darauf. Es könnte ein echt harter Kampf werden, wenn wir sogar sterben. Also wir könnten sogar schon sterben, die Runde. Es könnte absolut sein, dass wir verlieren. Möchte ich anmerken. Ja, immer wenn man sich auf ein anderes Team verlassen will, geht es schief. Ach du Kacke. Moment mal, warum lenkt man so rum, Alter? Ich brauch den TOR-Link. Vegeto ist zum ersten Mal mit TOR-Link verbunden. Okay. Das kann jetzt was werden. Und Vegeto, du hast die Chance, dir deinen MVP-Status zurückzuerkämpfen. Bitte. Tu irgendwas. Ich habe versucht, am Anfang des Videos meine Entscheidung gut zu reden, aber du machst es mir nicht gerade einfach. Ach komm. Doch komm schon, Junge. Ist doch nicht dein Ernst. Handy, halt die Fresse. Ach, ernsthaft, Naruto Blazing, deswegen wirst du. Ist absolut unnötig. Na gut, immerhin hat er noch zwei Leisten. So rum, damit Vegeta einen Boost kriegt. Wie viele Heil-Items haben wir noch? Zwei Stück. Okay, damit müssen wir arbeiten. Scheiße. Eins beziehungsweise jetzt. Ich wünsche mir tatsächlich, dass er bei Caulifla, wenn dann ultet, weil sie eine bessere Chance hat, dem Shit auszuweichen. Auf keinen Fall bei Vegeto. Das ist klar. Kein Fall bei Vegeto. Gott sei Dank. 1500, das ist viel. Ich habe eine 70%ige Damage Reduction. Das ist viel. Das Event erstaunt mich. 10.000 bei meinem Vegeta vor allem auch noch. Wow. Okay. Ich glaube, er ist nicht stunbar. Er ist nicht zielbar. Okay, wir haben gar keine Ult kassiert. Jetzt wird's risky. Vor allem, warte, ich link euch mal so. Da vorne könnte eine Ult kommen. Wird es wahrscheinlich, weil er der absolute 31er ist, weil wir jetzt gewinnen. Ah, shit. Bitte nicht. Oh Gott sei Dank, wir haben uns nochmal 100.000 Damage erspart. Okay. Pass auf, jetzt wird er critten, weil es nicht nötig ist. Schon wieder FPS-Drops, was ist denn hier los? Oh, er hat nicht gecrittet. Okay, aber ab hier sollte es einfach werden, weil wir jetzt STR-Gegner haben. So, hier traue ich auch mal Vegeto zu, dass er einsteckt, ohne dass ich irgendwie auf irgendwas aufpassen muss. Auch das Theme gefällt mir echt gut. Ich muss sagen, die neu. Also, habe ich sie noch nie gehört oder sind sie halt wirklich neu dazu? Vielleicht habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube, sie sind neu dazugekommen mit den beiden. Die gefallen mir echt gut. Die Event-Themes. Themes. Mag ich. Benutze ich vielleicht mal in Videos in Zukunft. Bestimmt schon auf YouTube zum Runterladen. Oh, eine Ult. Ich schätze 70.000 tatsächlich, auch wenn er Typen-Nachteil hat. 60.000. Not bad. Das Ding ist, sie haben noch ein Heil-Item. Das könnte wirklich knapp werden. No joke. Ich hätte mit einem Super Saiyan 4 Vegeta hier ankommen sollen, statt einem 100% Vegeto. Shit happens. Naja, passiert halt mal. Eieiei. Wir sind kurz vorm Doka-Mode, ist das Gute. Ich nehme stark an, dass du mir in dieser Phase... dass du mich nicht töten kannst. Ich sehe keinen Grund, ich sehe keinen Charakter,
wo du genug Schaden machen würdest dafür. Vor allem, da ich jetzt Vegeto zutraue, dass man endlich zeigt, dass er 100% ist. Ich meine, du hast einen AG, du hast einen STR-Gegner, Alter. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, okay, die Edition ist immerhin ein Crit. Immerhin etwas, vielleicht sind auch ein paar Critical Counter dabei. Jawohl, deswegen bist du dabei, Alter. Komm schon, noch einer. Na gut, der erste war auch nicht schlecht. Wir könnten den Turn gewinnen, vor allem, wenn Vegeta jetzt crittet. Ah, scheiße, wir gewinnen den Turn doch nicht. Außer sie kontert eine Ulti. Damit haben wir ja vorhin auch schon gewonnen. Ah, sie dodgt eine normale Attacke. Naja, schade, schade. Gokus Passive dürfte inzwischen... Okay, noch eine Runde, wie es aussieht, aber... Ah, Moment, ich lasse mal Vegeta die Ulti machen. Nur für den Fall, dass Vegeta irgendwie zu weak ist. Meiner ist halt SA1. Shit, nein, 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 kein Doka-Mod. Oh Gott, war das knapp. Wäre jetzt ein Doka-Mod gekommen, würde das komplett alles versauen. Da haben wir gerade heftig Glück gehabt, Leute, ohne Scheiß. War gerade sehr nice mit der Aura übrigens, der Rose. So, das hätte gerade alles versaut tatsächlich. Aber jetzt haben wir einen sehr guten... Interessant. Okay, so einer ist er. Okay, damit kann ich leben. Es ist nicht schön, aber es ist auch nicht schlimm. Ich muss mich halt jetzt doch heilen. Ich wollte mich halt nicht heilen. Aber egal, wir kriegen einen Doka-Mode und das könnte jetzt echt gut werden. Hoffentlich. Okay, Schaden an sich machen wir schon mal ganz guten. Ein Doka-Mode mit einem Crit könnte wirklich... Ah, kein One-Hit, aber es könnte uns enorm helfen. Ich glaube sogar mit dem Super Saiyan 4 Vegeta hätte ich eingenommen, wäre ein Doka-Mode ein One-Hit, aber mit Vegeto dürfte es nur enorm Schaden machen. Vor allem die ganzen Konter danach, sehr nice. Und... Ah, kein Crit, aber 700.000, naja. Die Konter holen noch mal ein bisschen mehr daraus. Komm schon, critte doch mal bei einem Counter. Komm, jetzt, Alter, jetzt. Ab, bitte. Wie lächerlich ist denn bitte dieser 100% Vegeto? Ist ja unglaublich. Guck mal, sogar Vegeta. Edelmann. Hm, keine Ult. Macht mir Angst. So, jetzt haben wir ja die schwächere Rotation. Obwohl Vegeta dabei ist. Zack, zack, zack. Wenn meiner jetzt eine Additional Super raushaut, ist das der totale Disrespect an den 100% Vegeta, ohne Scheiß. Ah, okay. Ich hätte mich so totgelacht. Ich habe ganz halt Angst, dass er irgendwann ultet. Am besten wäre es halt bei Cauliflower oder Vegeta. Weil, oh, perfekt. Er hat Vegeta nicht geultet, wir haben 3 Konter rausholen können. Super optimal. Und vielleicht sehen wir sogar noch den Ulti-Konter von Vegeta jetzt, weil das würde wirklich... ein toller Abschluss sein, weil wir schon bei 13 fucking Minuten sind. Er ultet schon wieder nicht? Ultet er bei Caulifla? Ach komm, Alter. Er hat schon... What the fuck? Er ist zu nett, das macht mir übelst Angst. Also den Turn gewinnen wir jetzt, aber... Warum hat er nicht geultet? So, Kaiokens Dings dürfte off sein, ja. Was ist denn los mit dem Dude? Willst du jetzt zum Abschluss nochmal zeigen, dass du 100% bist mit einem Critical Hit? Nein, willst du nicht. Egal, wir haben gewonnen. Das Rose Event mit tatsächlich keinem optimalen Team, wie ihr gesehen habt. Also, ich hatte Schwierigkeiten. Aber hey, wir wollen ja nicht immer dasselbe Team nehmen. Ihr habt recht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, mit welchem Team ihr Rose und auch Vegeto geklärt habt. Vielleicht versuche ich es dann damit nochmal die Tage. Ihr seht, das hier war okay, aber nicht das Beste. Vielleicht hätte ich es besser machen können. Kein Vegeto als Friend nächstes Mal. Aber bis dahin war es das erstmal mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen beim neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel und ciao!